Livestream. Und ja, wenn ihr Lust habt, schaut doch gerne zu. Und zwar, ich habe ein paar Sachen eingekauft, weil so viel immer verbraucht wird, sage ich mal, wenn man dann ein Album oder sowas macht. Und ja, deswegen musste ich erstmal wieder einen kleinen Vorrat anschaffen. Und wenn mein Freund gerade diesen Livestream sieht, Schatzi, es war alles nicht teuer. Ich habe für alles 20 Euro bezahlt. Nicht, dass du hier denkst, ich mache die ganze Kasse leer. Nein, dem ist nicht so. Keine Sorge, deine Freundin gibt nie viel Geld aus. So. Und zwar starten wir doch einmal. Wir können das ja gerade mal mischen. Also wenn wir schon mal ganz spontan dabei sind, können wir das auch mischen. Ich habe einmal ein Bastel-Haul und ich habe einmal noch ein Food-Haul. Kann ich ja gerade einmal noch so einblenden. Und zwar, ich habe öfter mal Übelkeit, das könnt ihr ja ruhig wissen, das ist ja gar nicht schlimm. Und ich wollte mal mehrere Dinge ausprobieren, ob meine Übelkeit dann besser wird. Und zwar habe ich zum einen, weil ich auch immer viel zu viel Fleisch eigentlich esse. Ich liebe Fleisch, ich esse gerne Fleisch. Aber ich muss sagen, dass diese vegetarische Wurst wirklich so, so extrem an das Original, an einer Original-Mortadella kommt. Ich merke keinen Unterschied. Und ich habe jetzt gedacht, so eine Woche mal vegetarisch leben, die andere Woche dann mal mit Fleisch. Und das ist auch viel gesünder so. Also ich liebe Fleisch, wie gesagt, aber ich dachte, wir konsumieren einfach viel zu viel. Und das ist richtig lecker. Ich muss sagen, die ist zwar nicht ganz billig, aber super. Und ja, also da kommt man so nah dran. Ich schmecke da keinen Unterschied. Und deswegen habe ich die mitgenommen. Dann habe ich es mal mit Cornflakes ausprobiert. Die sind glutenfrei. Und ich wollte mal gucken, wenn ich Gluten so ein bisschen, ja, weglasse, ob es dann nicht auch mit meiner Übelkeit besser ist. Laktose ist auch frei, Laktoseintoleranz habe ich nicht. Gluten, eigentlich weiß ich es auch nicht. Ich habe es nie testen lassen, aber es ist ja auch nur mal ein Versuch. Vielleicht fühle ich mich einfach besser damit. Mal schauen. Und ja, die wollte ich auch noch einmal ausprobieren. Dann habe ich glutenfreies Brot mir geholt. Das wollte ich mal ausprobieren. Und ja, mal schauen, wie mir das bekommt und ob mir das auch schmeckt. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Ist auch ohne Konservierungsstoffe. Gut, ist natürlich unfassbar teuer, so ein Brot, ne? Also das sind 300 Gramm und ich zahle 3,50 Euro oder 2,80 Euro. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber so um den Dreh. Ist schon nicht ganz billig, aber was tut man nicht alles für seine Gesundheit? Ja, dann habe ich mir noch ein bisschen Obst schnell besorgt, einfach weil ja, man den ganzen Tag unterwegs ist und so ist es einfach bequemer. Haut man sich das einfach zwischendurch rein und fertig. Für meinen Schatz hier habe ich auch eins besorgt und ja, für meinen Schatz habe ich auch noch ein Croissant besorgt, aber ja, der ist nicht da. So, dann können wir jetzt auch eigentlich starten mit dem Haul. Angefangen ist einmal hiermit, das sind so Kakteen. Wie ihr sehen könnt, mit so einem Docht, also das ist eine Kerze und das war tatsächlich runtergesetzt. Originalpreis waren 2 Euro, ist auch nicht teuer und das war jetzt auf 1 Euro runtergesetzt. Und das wollte ich gerne meiner Mama schenken und davon habe ich jeweils zwei, weil das passt so perfekt bei uns ins Wohnzimmer. Einmal, wir haben eine grüne Wand und eine graue Wand, weil das so gut harmoniert. Und da dachte ich, das passt perfekt rein. Und beides für 2 Euro, mein Gott, da kann man echt nicht meckern. Ja, dann geht es eigentlich gleich weiter. Dann habe ich einmal Klebeband gekauft mit Frozen. Ich glaube schon, von Disney. Und da kann man auch wirklich nicht meckern. Also da sind fast 10 Meter drauf für 1,50 Euro. Wirklich nicht teuer und ich finde es total schön. Und ich bastel momentan gerade einmal ein Mini-Album für, ja, was ist sie denn von mir? Ist nicht meine Cousine, sondern ist, ich bin die Großcousine, so. Und ja, da bin ich gerade dabei. Die wird im November oder im Oktober wird die ein Jahr. Und genau, da brauche ich noch so ein paar Babysachen, sage ich mal, damit ich das auch dementsprechend dekorieren kann, weil ansonsten habe ich einfach nichts. Dann habe ich mir noch einmal dieses Band hier gekauft. Das ist ja kein Washi-Tape, das ist Klebeband, genau. Und das ist total süß, da sind so Einhörner, dann sind da Pünktchen, so silber-weiß, dann einmal in farbig Pünktchen, Blümchen, dann einmal noch so Regenbogen, wieder Blümchen, Herzen, gestreift und dann so richtig süße Cupcakes und Donuts
Und ja, einfach Sternchen. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Rollen. 10 mal 8 Meter. Das ist wirklich viel. Und das hat nur 2 Euro gekostet. Da kann man echt nicht meckern. Und das ein oder andere werde ich dann auch fürs Mini-Album verwenden. Man will ja nicht immer die gleiche Deko haben, ne? Also einmal diese beiden und wirklich sehr, sehr günstig. Die Bastelsachen kosten ja wirklich nichts, ne? So, dann habe ich mir einmal Tortenspitze gekauft. Man fragt sich wahrscheinlich, wofür, kann ich euch sagen. Und zwar erstmal war es runtergesetzt auf 50 Cent. Dann habe ich mir gleich zwei Packungen davon gekauft. Und ich habe mir überlegt, das kann sich ja jeder anders überlegen. Ich habe jetzt hier gerade einmal so ein Beispielbuch. Das ist natürlich nicht das. Wenn ich jetzt ein Mini-Album bastel, was natürlich auch vom Buchrücken her und so weiter größer ist, habe ich gedacht, ich schlage einmal diese Tortenspitze hier so rum. Wisst ihr, was ich meine? Und dann kann man hier noch so verzieren und so. Ich glaube, das sieht richtig cool aus. Oder man kann das auch mal so teils die Spitze ausschneiden und nur die Spitze verwenden. Oder man kann auch nur mal das Innenleben rausschneiden und da dann Designpapier reinpacken. Also es gibt so viele Ideen, was ich hiermit machen kann. Ja, ich freue mich schon drauf, das zu verbasteln. Das wird auf jeden Fall richtig Spaß machen. Ne, man kann sich auch hier diese einzelnen runden Dinger ausschneiden. Also man kann richtig, richtig viel machen. Man auch eine Seite nur, wenn man jetzt, oder man kann das so als Tasche verwenden. Wenn man jetzt ein Mini-Album hat mit einer Seite, dann kann man das hier so ein Stück nur abschneiden und daraus kann man eine Tasche machen und da kann man dann so einen Tag reinpacken. Also wirklich ganz, ganz viel. Da ist diese Form auch praktisch, weil es einfach mal nicht rund ist, ne? Ja. So, das wäre es dann gewesen. Dann habe ich einmal mir noch so einen Roller geholt. Ich guck mal gerade, wie der schreibt. Wenn ihr eh live dabei seid, mein Gott, dann kann ich es auch gerade aufreißen. So. Ich gucke mal gerade. Und da ist auch so eine Spitze zum Wegradieren. Können wir mal gerade ausprobieren. Ich habe den sogar gedacht für die Arbeit, ehrlich gesagt. Oh, der schreibt aber schön. Schreiben wir doch mal hier. So, habe ich jetzt einmal aufgeschrieben als Beispiel. Nadjas kreative Welt. Und wenn ich dann jetzt hier, wenn ich nicht mehr kreativ sein sollte, dann kann ich das kreativ einfach wegradieren. Total genial. Vielleicht geht das an einer etwas, doch, geht komplett weg. Man sieht tatsächlich gar nichts mehr. Also, wenn ihr mal schaut, wie ihr seht hier, ich habe es schon komplett wegradiert. Ich finde das so mega praktisch. Wenn man sich auch mal verschrieben hat oder so. Richtig cool. Wie viel hat der Spaß gekostet? 2,50 Euro. Ist aber okay. Das ist auch eine Marke, das ist Pilot. Insofern ist gekauft, ne? Dann habe ich einmal gekauft. Dann geht es weiter. Jetzt kommt einmal der Teddy Hall. Ich habe gekauft einmal Stickerbögen. Ist, glaube ich, ein Sheet drin, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar, ich hoffe, ihr könnt es sehen. So. Sticker-Sheets mit Buchstaben. Eigentlich kaufe ich sowas nie. Aber jetzt für das Mini-Album wollte ich einmal den Namen von meiner Cousine draufschreiben, weil ich das irgendwie total süß finde. Und ja, aber ich glaube, das ist 79 Stück, also 79 Sticker. Und ein Stickerbogen kostet nichts, 1,50. Also, genau. Dann geht es einmal weiter. Ich habe mir einmal Klebeband gekauft, weil ich ehrlich gesagt keine Lust hatte, mir das extra bei Amazon zu bestellen. Es gibt nämlich diese Klebepads auch in rund, so Klebepunkte. Aber ich dachte mir, ganz ehrlich, ist doch egal, ob es jetzt rund ist oder eckig ist. Hauptsache, man kann es verschließen. So, und dann mache ich das einfach fest mit Heißklebe, dann hält das auf jeden Fall auch bombig, ne? Muss nicht selbstklebend sein. Und ja, dann habe ich mir das gekauft und das ist einfach da, oben halt auch Alben zu verschließen. Und genau. Dann habe ich mir einmal besorgt Kleberoller. 5 Meter sind drauf und der kostet 1 Euro, das geht. Ich habe einen anderen gesehen von einer Marke. Da waren 10 Meter drauf, aber der kostet 3 Euro. Und dann dachte ich ganz ehrlich, dann kannst du auch 3 Stück mitnehmen. Und dann hast du. Rechne ich jetzt? Ja, das passt trotzdem.
Dann habe ich 15 Meter für 3 Euro und da hätte ich halt 10 Meter für 3 Euro gehabt. Und somit habe ich jetzt 5 Meter Klebeband mehr. Und das nicht, also das muss nicht mehr weiß wie halten, weil dafür habe ich ja meinen Tombow. So, dann habe ich mir aber total was Cooles gekauft und ich muss ehrlich sagen, ich finde, das ist total viel. Die ganze Tüte hier ist voll. Das ist Streudeko, 18 Stück sind das. Das ist so Holz, in Holzoptik. Und das sind Herzchen. Könnt ihr es sehen? Ja, das sind einmal Streudeko-Herzchen. So eine Holzoptik finde ich richtig, richtig cool. Und ja, finde ich richtig cool, deswegen habe ich das geholt. Kann man auch für Karten oder sowas verwenden, ne? Dann habe ich einmal dieses Klebeband auch in Schwarz geholt, weil ich den weiß habe, wenn man mal ein dunkles Album hat. Ja. Dann haltet euch fest, ich habe jetzt Blöcke gekauft und zwar so ein Packen hier. Und jeder Bastler weiß, dass diese Black.de Blöcke geschenkt sind. Mein Schatz wird jetzt denken, Nadja, was willst du mit so viel Papier? Der dreht sich wahrscheinlich gerade im Kreis. Ja, Schatzi, ich brauche viel Papier. Also ein Block davon hat sage und schreibe 75 Cent gekostet, weil das halt noch ein Black.de Block ist. Und schaut euch mal die Farben an. Wahrscheinlich kennen die meisten den auch schon. Mit dem Fahrrad. Ist das nicht süß? Das kann ich auch ausschneiden und einzeln mit 3D-Pads drauf machen. Voll niedlich. Einmal hier so Aquarell. Dann Blümchen. Voll süß zum Valentinstag. Wäre sowas toll mit Herzchen und Blumenstrauß und so. Und jedes ist zweimal. Das ist toll in grün. Das ist ja so Zucker, ne? Mit diesen Erdbeeren, also diese Seite finde ich so schön. Die würde ich am liebsten gar nicht verwenden. Nochmal grün, ist irgendwie anscheinend doppelt. Ja, das ist auch süß für Kinder oder so. Da kann man das auch als Karte verwenden, mit Biene Maya sozusagen. Einmal Pink Aquarell, das ist auch so süß. Little Birdies, richtig niedlich. Ich halte es nochmal näher dran. Also das ist echt super süß. Nochmal Aquarell. Blümchen. Ja, die sind so ein bisschen retro. Die kann ich zum anderen Block verwenden. Kann man damit benutzen. Den habe ich zweimal. Weil 75 Cent, ganz ehrlich. Das ist ein Retro-Block. Den finde ich so genial. Viele würden sagen, oh, der ist voll hässlich und so vielleicht. Ich finde den cool. Retro, das hat irgendwie was. Das erinnert so an die alten Zeiten, an die Hippie-Zeiten und so. So Flower Power und so. Und ich dachte mir, da kann man so ein richtig geiles Hippie-Album oder so ein Retro-Album rausmachen. Ich finde, das hat noch so richtig Charakter und Charme. Da kann man so richtig was Cooles rausmachen. Da denke ich mal gleich so an die alten Fliesen von früher, ne? Da sahen die ja alle so aus. Das sind jetzt die Fliesen, die wir alle abschlagen, weil wir dann immer Augenschmerzen kriegen. Also in der Wohnung würde ich es auch nicht haben wollen. Vielleicht so ein, zwei Tapeten als Akzent, wenn die ganze Wohnung dazu natürlich passt. Dann kann das richtig stylisch aussehen, aber prinzipiell will das ja keiner mehr, ne? So, das ist einmal der Block, den habe ich einfach mitgenommen. Genauso wie den Retro-Block, das reicht, da braucht man nicht, wer weiß was für einen Vorrat. Aber den einen fand ich besonders schön, deswegen habe ich den doppelt mitgenommen. Jo, und zwar ist er so. Auch so ein bisschen Retro, finde ich. Auf jeden Fall. Ach, die Farben, ne? Genau. So, das war der Block. Genau. Ich überlege gerade, war es das schon? Genau, das hatte ich ja gestern geholt oder so. Das waren ja hier die vom Action. Jo. Ja, ich glaube, ich war gerade sehr schnell durch mit allem. Aber es ist wirklich eine ganze Menge. Mein ganzer Schreibtisch ist hier voll mit irgendwelchen Sachen. Die Klammern weiß ich nicht, ob ich die erwähnt habe. Diese Klammern habe ich mir gekauft, weil wenn man zwischendurch Flüssigkleber benutzt und wenn man dann nämlich das noch ein bisschen antrocknen möchte oder wenn da noch ein bisschen Druck drauf sein muss, deswegen habe ich mir diese größeren zwei Briefklemmen geholt. Dann kann das in Ruhe trocknen und ich muss das auch nicht die ganze Zeit festhalten. Dann habe ich einfach Zeit gespart und ich kann weitermachen. Genau. Ja, meine Lieben.
Wie viele Minuten habe ich geschafft? Immerhin fast 15 Minuten. Und ja, habe hier so einen dicken Haul sozusagen vor mir. Jetzt packe ich gleich erstmal die Sachen weg. Ja, genau. Und werde das hier alles einsortieren und so. Und vielleicht fange ich mit dem einen oder anderen auch noch an. Ich werde wahrscheinlich mir auch gleich noch hier dieses Obst gönnen. Genau. Wenn ihr Interesse hattet an meinem Haul oder an meiner Person oder ja, an dem, was ich so mache, dann würde ich mich halt freuen, wenn ihr einmal einen Daumen hinterlasst. Vielleicht auch noch ein Abo. Das würde mich freuen, weil es wird jetzt in Zukunft auch wieder noch mehr kommen. Ja, der Stress hat so ein bisschen nachgelassen. Ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit zum Basteln. Das habe ich so ein bisschen vernachlässigt, ich weiß. Aber es werden jetzt wieder in Zukunft mehr Videos auf jeden Fall von mir auftauchen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dran bleibt. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss!